Mehrere US-amerikanische Kriegsschiffe sind im Westpazifik unterwegs Richtung koreanische Halbinsel. Zu dem Verband gehört auch der Flugzeugträger Carl Vinson. Hintergrund ist Medienberichten zufolge das nordkoreanische Atomprogramm. Unterdessen sagten sich Japan und die USA erneut zu, im Nordkorea-Konflikt weiterhin eng zusammenzuarbeiten. Japans Regierungschef Shinzo Abe sagte: Ich habe US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass wir die starke Verpflichtung der USA gegenüber Frieden und Sicherheit in der Welt und bei ihren Verbündeten sehr schätzen. In Bezug auf Nordkorea schauen wir genau, was China macht. Ich und Trump sind uns ebenfalls einig, dass der Zusammenhalt zwischen Japan, Südkorea und den USA sehr wichtig ist. Am Freitag hatte US-Außenminister Rex Tillerson gesagt, die USA und China wollten im Nordkorea-Konflikt künftig stärker zusammenarbeiten. China sei der Ansicht, das Atomprogramm Nordkoreas habe ein ernstes Stadium erreicht. Chinas Staatschef Xi Jinping war gerade zu Besuch in den USA. Nordkorea hatte am Mittwoch erneut eine ballistische Testrakete abgefeuert. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte das Vorgehen Pyongyangs. 경외하는 본스님.